Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video gibt es endlich einen ersten Blick auf meinen Flakon, also auf den Flakon von meinem ersten Parfum Oud 31. Und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ich habe nämlich hier tatsächlich ein Flakon-Sample, was ich euch gerne zeigen möchte. Natürlich dieses Mal noch ohne Flüssigkeit, weil das Öl gerade beim Abfüller noch fleißig am Reifen ist, ja. Aber trotzdem wollte ich euch schon mal den Flakon zeigen und die Kappe. Ja, und deshalb an dieser Stelle einfach schon mal so die groben Rahmendaten, wie das Ganze aussehen wird. Und ich hoffe sehr, dass euch die Qualität zusagt. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, der Flakon ist wirklich absolute Spitzenklasse und hat ein super, super geiles Gewicht, schöne Haptik und sieht auch sehr, sehr ansehnlich aus. Und das möchte ich euch gerne im heutigen Video vorstellen. Also, zunächst mal kommen wir zu dem Flakon selber. Ja, der ist relativ klassisch und minimalistisch gehalten, wie das auch eigentlich schon immer von mir gedacht war. Ich finde diesen Style von einem Kubus mit einer Goldplakette vorne drauf und einer schweren, hochwertigen Kappe einfach sehr, sehr ansehnlich und cool. Und so ist es eben auch hier, ja, dass hier die Plakette vorne mit einem wunderschönen Schriftzug designt worden ist. Erstmal Kai Porten Parfums Privé, Oud 31 und dann die Konzentration von dem Duft, ein Extrait de Parfum. Falls ihr euch jetzt fragt, wie dieser Schriftzug entstanden ist und so weiter, ich muss an dieser Stelle wirklich ein sehr, sehr großes Dankeschön aussprechen an Laurenz und Christian, aka der Dessauer und Giglidomank aus meiner Community, die auf Twitch auch immer aktiv im Chat waren. Die haben nämlich sehr, sehr, sehr tatkräftig bei der Entstehung von diesem Flakon mitgewirkt. Ja? Also das gesamte Design, außer Die Kappe, das habe ich anders geregelt, aber das gesamte Design von der Plakette und auch von dem Karton und so, das haben die beiden alles gewuppt und das ist wirklich unfassbar, ja, und deshalb an dieser Stelle schon mal sehr, sehr großen Dank an euch beide. Wird natürlich dann auch entsprechend gewürdigt, ja, aber es ist auf jeden Fall durch die beiden entstanden und das finde ich sehr, sehr cool. Also wir haben vorne diesen Oud 31 Schriftzug, der von Christian stammt, der das Ganze auch wirklich sehr, in sehr vielen A- und B-Tests, ja, und sehr vielen Korrekturschleifen da so hingekriegt hat, dass es wirklich geil aussieht. Das Ganze ist eingeprägt auf dieser Plakette und du hast das Ganze eben dann noch mit so einer schwarzen Farbe hinterlegt, wodurch das wirklich sehr deutlich hervorsteht. Ich finde es sehr, sehr schön, dass die Schrift auch so filigran ist. Ja, wir hatten noch überlegt, ob wir es ein bisschen dicker machen. Das ist ehrlich gesagt die dünnste Schrift, die ging und die dünnste Art und Weise, wie das gemacht wird. Ich finde aber, dadurch bekommt es wirklich nochmal so einen filigranen Touch und wirkt einfach sehr fein und das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Ja, oben die Kappe hat diese Treppenform, wie ihr sehen könnt. Ich hatte dazu ja eine Abstimmung auf Instagram gemacht. Da stand dann auch zur Auswahl, ob man so eine runde Kappe nimmt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe die runde Kappe da mal draufgesetzt und fand irgendwie, dass es den Flakon so ein bisschen wirkt fast schon. Ja, also da hätte noch so ein Überwurfring oder sowas drauf gemusst, dass man da nicht so direkt auf dem Flakon mit sitzt und das war für mich dann jetzt auch nicht mehr möglich in diesem Prozess. Deshalb habe ich mich jetzt dazu entschieden, diese Treppenstufe zu nehmen. Ich finde ehrlich gesagt, dass es auf dem Video nie so wirklich rüberkommt, wie es in live ist, aber es hat eine unfassbar schwere Haptik. Also die Kappe ist richtig schwer, das ist Vollmetall und deshalb hat der Flakon auch ehrlich gesagt, sobald da auch Flüssigkeit drin ist, ein richtig hohes Gewicht und man wird überrascht sein, wie schwer dieser Flakon tatsächlich ist und tatsächlich war es auch so, dass wir jetzt nochmal eine dickere Pappe nehmen mussten bei der Umverpackung und so, weil der Flakon sonst ein bisschen zu schwer gewesen wäre für diese Standarddicke, ja. Aber oben habt ihr auf jeden Fall nochmal meine Initialen eingraviert, was ich persönlich auch einen ganz schönen Touch finde. Schön subtil und elegant und sleek. Und deshalb hat der Flakon insgesamt, ja, eine richtig schöne Haptik. Sprüht sich auch sehr nice, wenn man den Sprüher drauf hat. Und das ist eben so viel schon mal zu dem Flakon. Was die Umverpackung angeht, bekommt ihr so eine kleine Box. Ja, das ist jetzt noch ein Blankopapier, was noch nicht bedruckt ist. Denn wir haben damit tatsächlich sehr, sehr Aufwendiges vor. Also erstmal wird die ganze Pappe bedruckt von außen, ja, wie das eben aussieht. Dann wird ein bestimmter Teil von dem Ganzen hochgeprägt. Dann wird dieser Teil mit Goldfolie versehen, dann wird das nochmal bedruckt mit einer anderen Farbe und dann haben wir nochmal einen Prägestempel für den Rest von dem Karton, weil dann nämlich so ein Muster drauf sein wird. Also es ist ein bisschen aufwendig, deshalb haben wir jetzt hier an dieser Stelle noch das Blankostück, aber ich kann euch schon mal zeigen, wie der Flakon da drin sitzt. Das ist nämlich dann auch so ein schwarzer Einsatz und der Flakon sitzt dann ziemlich passend in dem Ganzen drin. Das Ganze ist eben dann relativ kompakt. Ich muss an der Stelle sagen, voraussichtlich erstmal für die erste Auflage wird es in dieser Form sein. Ich gucke aber auch gerade schon, wie man die Verpackung noch weiter upgraden kann, weil so ist es natürlich schön kompakt. Es hat auch wirklich eine großartige Haptik und mit diesem Prägen, Goldfolie, Bedrucken und sowas. Das ist schon sehr, sehr aufwendig. Aber ich gucke natürlich trotzdem parallel, ob man nicht noch eine pompösere Verpackung nimmt und schaue mir da verschiedene Samples an. Aber da bin ich bis jetzt zumindest noch nicht bei einem Qualitätsstandard angelangt, den ich besser finde als das, was wir jetzt haben. Was auf die Verpackung vorne drauf kommt, das werdet ihr dann auch zeitnah zu sehen bekommen. Vielleicht teile ich das einfach mal auf Instagram oder so. Folgt mir da gerne. Link dazu steht in der Beschreibung drin. Aber das ist zumindest schon mal so die Umverpackung von meinem Duft. Und ja, ich finde insgesamt, das ist wirklich sehr hochwertig geworden.
geworden ist. Also natürlich auf der einen Seite minimalistisch reduziert, aber auch auf der anderen Seite sehr elegant, fein, filigran, hochwertig. Und ich finde, dass das auf jeden Fall für diese kleine Auflage, die wir ja nur produzieren, auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Start ist. Ja, das war es soweit von meiner Seite aus. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare rein und lasst mich gerne wissen, was ihr in Zukunft gerne sehen würdet. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne den Duft immer noch vorbestellen. Der Link dazu steht in der Beschreibung drin. Schaut euch das gerne mal an und dann sehen wir uns gerne auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.